immer noch so, dass 90% der Landwirtschaft vom Wetter abhängig ist. Das haben wir hier dieses Jahr ganz extrem. Das Lager wird dann heiß. So heiß da wirklich, dass wirklich so kleine Glutreste entstehen. Und die können natürlich bei dieser Witterung in diesem Jahr ratzfatz zu einem Flächenbrand führen. Seit 2 Monaten scheint die Sonne. Jetzt, Mitte Juli, sind diese Maschinen eigentlich im Dauereinsatz. Doch in diesem Jahr ist alles anders beim Lohnunternehmen Krupa in Wiemersdorf bei Bad Bramstedt. Stillstand im Fuhrpark. Nur selten ruft ein Kunde bei Jens Krupa an. Alles klar. Machen wir so. Was wir bräuchten, ist unbedingt Regen. Vom 4 Tonnen. Ne? Also lange bis zum nächsten Dienstag. Gibt's Regen? Ja, vielleicht 1 bis 2 Milliliter. Zu retten wären noch Mais und Rüben. Mais und Rüben sind noch zu retten. Ne? Und die Rübe wächst hier auf der Geest auch nur mit Wasser. Ohne Wasser wächst die Rübe auch nicht. Und der Mais ist ja eine Hauptfrucht hier. Ne? Das ist einfach so. Ja, schauen wir mal. Die Landwirte lassen ihr vertrocknetes Getreide so lange wie möglich auf dem Feld stehen. Hoffen, dass es doch noch ein bisschen Wasser zum Wachsen bekommt. Und sie scheuen die Kosten. Jörg Krupa, der Cousin von Jens, hat Verständnis. Eigentlich hat der Mähdrescher jetzt ja fast nichts zu tun, weil die Pflanzen sind mega trocken, das, was wir ganz selten hatten, und es ist kein Ertrag. Wir kriegen nach Hektar bezahlt und das schon jahrelang. Also es ist immer ein gleichbleibender Preis, ob da nun viel oder wenig steht. Das wissen die Landwirte aber auch. Ich jaul ja auch nicht rum, wenn sie 10 Tonnen ernten, dass ich mehr Geld haben muss. Der Lange, wie sie ihn alle nennen, muss tanken. Wenn er ganz leer gefahren ist, ich glaube so 450 Liter, ist nicht ganz leer, aber wir haben nicht so viel Sprit, dass wir das Feld abkriegen, deswegen tanke ich jetzt nach. Die Kosten für Benzin und Diesel geben die Krupas 1:1 an ihre Kunden weiter. In diesem Jahr waren die Besuche an der Tankstelle überschaubar. Spätestens im Herbst bei der Maisernte wird es mehr. Das ist jetzt der kleinere Teil. Wenn nachher die Häcksler laufen, dann geht hier Sprit durch. Die brauchen so bummelig 100 Liter in der Stunde. Ja. So, wenn du da 4 Stück laufen hast, dann hast du da 400 Liter Sprit und dann die ganzen anderen Fahrzeuge und dann kommen da Berge an Sprit zusammen. Heute müssen die Krupas die Spritkosten selbst zahlen. Weil nichts zu tun ist, mäht der Lange das eigene Feld. Denn nebenbei sind die Lohnunternehmer noch selbst Landwirte, in 3. Generation. Die Gerste in diesem Jahr ist nur halb so hoch gewachsen wie sonst. Das Wetter ist gut, wir haben nichts zu tun, also dreschen wir unseren eigenen Kram ab. Das sind irgendwie 11,3 oder 11,5 Hektar sind das hier. Und nach dem jetzigen Stand könnten das 30 Tonnen werden. Das wird auf den beiden Anhängern raufgehen. Normal erntet man ja 7, 8 Tonnen. Dann wären das fast 80 Tonnen oder 90 Tonnen. Aber was nicht da ist, können wir nicht ernten. 3 Mähdrescher, 20 Schlepper, 4 Häcksler und Dutzende Hänger stehen bei den Krupas auf dem Hof. 1-Millionen-Fuhrpark auf Kredit. Mit 1 Mähdrescher hat es mal begonnen. Mein Vater ist mit Landwirtschaft angefangen und hat dann festgestellt, dass es nicht reicht. Und wir sind vor 50 Jahren mit angefangen, für andere Bauern das Korn zu ernten. Und 1995 habe ich mit meinem Cousin den Laden übernommen von meinem Vater, weil der schwer krank war und ging nicht mehr. Und seitdem ist das Ding rasend schnell gewachsen. Und da, wo man Kunden hatte, die dann aufgehört haben mit der Landwirtschaft, hat man gefragt, ob man die Felder pachten kann. Und dann haben wir halt die Felder mit übernommen. Die Krupas sind ein richtiger Familienbetrieb. 4 Familienmitglieder arbeiten fest mit, viele helfen. Auf dem Trecker sitzt Jens Neffe, Tade. Jetzt fahr vor! Die Putzfrau war auch die Cousine von unserem Schwager quasi. Also das ist alles Familie im Endeffekt. Ne? Also wir haben natürlich durch die 13 Mitangestellten, das kann nicht alles Familie sein, aber es wird sehr familiär gearbeitet und alles besprochen auch im Endeffekt. Ne?
Der Hitzesommer 2018 ist somit eine Bedrohung für die ganze Familie. Die Heuernte ist so gut wie ausgefallen. Die Gerste musste teils notgeerntet werden. Weizen und Mais stehen vertrocknet auf den Feldern. So ein Jahr hat das Unternehmen noch nicht mitmachen müssen. Wir rechnen mit 30-40% Umsatzeinbruch bei uns im Unternehmen. Dadurch, dass weniger Gras wächst, weniger Schnitte gemäht und gesiliert werden müssen. Und jetzt hier im Getreide auch. Der Minderertrag, der macht sich einmal in dem Stroh bemerkbar. Dadurch kommen weniger, zwei Drittel weniger Ballen zustande als sonst, die wir sonst pressen. Und das sind schon erhebliche Einbußen, die wir dann haben. Die größte Einbuße ist jetzt im Lohnbetrieb. Weil da einfach die Investitionen deutlich höher sind. Da sind Maschinen investiert, die, ja, mal so ein Häcksler kostet mal 500.000 Euro. Das ist ein Kapitaldienst irgendwo um die 50.000 Euro pro Jahr. Und da fehlen uns jetzt natürlich die Stunden, die wir verkaufen können an den Kunden, weil das nicht da ist. Das Gras im Endeffekt. Ne? Und wenn es jetzt noch 14 Tage so bleibt, dann bricht der Mais in sich zusammen. Und da wir auch Biogasanlagen betreiben, sind die Erträge nicht da. Und wir werden nach Tonnen abgerechnet, die dann nicht geerntet werden können, weil sie einfach nicht gewachsen sind. Also das ist immer noch so, dass 90% der Landwirtschaft vom Wetter abhängig ist. Das haben wir hier dieses Jahr ganz extrem. Tade kommt mit dem ersten Hänger Gerste zum Betrieb zurück. 20 Tonnen bringt er auf die Waage. Das, was sein Onkel Jörg erwartet hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Seine Tante Bettina macht den Qualitätscheck. So, nehme ich mal zwei Schaufeln. Einmal vom Anfang und aus der Mitte. Jetzt machen wir mal, wie viel Prozent die Gerste hat. Bei 14% Feuchtigkeit und mehr müsste das Getreide in die Trocknung. Das fein gemahlen. Die Kosten können sich die Landwirte in diesem Jahr sparen. Was das jetzt ist, Gerste, Hafer sowieso. Und jetzt läuft er 30 Sekunden zurück. Also das wenigste, was wir hatten, war 9,6. Dieses Jahr? Ja, und es war böse trocken. Aber ja, man sieht es hier auch schon an den Körnern. Hier sind viele Grannen dran und da ist ja auch nichts, sind ja auch nicht richtig ausgearbeitet. Da fehlt ja die Feuchtigkeit. Dann sind sie ja wesentlich voller. Guck mal, 11%. So, jetzt muss ich den jungen Mann. Das Getreide kommt jetzt zu einem Landhandel nach Itzehoe, der es weiterverkauft. Also da musst du heute mit durch. Wir müssen heute alle dabei durch. Tade macht sich nochmal auf den Weg zum Feld. Für die anderen ist um 17 Uhr Feierabend. Tschüss Jungs, bis morgen. Jo, tschüss. Ja. Ungewohnte Zeiten. Normalerweise geht es im Sommer bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag scheint ausnahmsweise nicht die Sonne. Die Kropas nutzen die Zeit für Reparaturen. Günther Kropa, der jüngere Bruder vom Langen, leitet die Werkstatt. Der Güllepumpwagen ist 15 Jahre alt. Sachlage ist, oben im Drehkranz sind vier Schrauben abgerissen und die sind hier vorne. Und wenn er anhebt, ist die meiste Belastung hier vorne. Und das sind 10,9er Schrauben, das ist ein Härtegrad. Und die kriegen wir so nicht jetzt raus, auch nicht rausgebohrt, weil das so ein bisschen ja, von unten ist. Ne? Wenn die jetzt von oben wären, wäre kein Problem. Und jetzt müssen wir mit dem Radlader den Drehkranz abbauen. Also erstmal mit dem Radlader anheben, Schrauben lösen. Und wenn wir den auf dem Tisch haben, das dauert 10 Minuten, halt die raus. Weil dann eben zu schwer ranzukommen ist. Ne? Die Reparatur von einer Firma machen zu lassen, ist für die Kropas undenkbar. Günthers Fähigkeiten sind legendär. Sein Name steht für Qualität, auch wenn er eigentlich gar nicht Günther heißt, sondern Carsten. Ihr kennt das Werner-Rennen, ne? Und da ist hier Werner-Filme. Und da ist irgendeine Szene, wo irgendeiner, der heißt in dem Werner-Film Günther, der geht irgendwie an Straßenrand und geht im Pinkeln. Und irgendwie seitdem heißt er Günther.
Ist so. Macht nichts. Hier haben alle einen Spitznamen weg. Müssen wir nicht alle wissen, aber weil es auch im Handy manchmal so abgespeichert. Ich weiß gar nicht, wie die Wirklichkeit heißen in dem Augenblick. Ich suche immer nur die Spitznamen, weil du kannst ja nicht alles merken. Und wie ist deiner? Langer. Ja, das ist auch aus langer Geschichte heraus. Wahrscheinlich, weil ich immer ein bisschen größer bin als alle anderen. Könnten sogar vier noch sein. Das ist natürlich an den Tagen, wo mal welche da sind, wird dann eben so eine Arbeit gemacht. Siehst ja, musst du mit. Ja! Komm her mit! Nicht mit auf die Leiter, die kann das nicht ab. Für die wenigsten Arbeiten brauchen die Kruppers eine Leiter. Alle reichen an die 2 Meter heran. Du halt mal fest, jetzt kann ich mit anfangen. Ja! So, jetzt gegen die Leiter und du runter. Die runter sagt keiner. Aber hier sind natürlich alle heile. Nee, die anderen von unten. Ach so. Dreh mal um. Da sind sie abgerissen und da sind sie abgerissen. Und die werden jetzt ausgebohrt. Dann kommt der ganze Kram wieder da raus. Dann kommt der ganze Kram wieder raus. Günthers Werkstatt ist ein Paradies für Bastler und Improvisationskünstler wie ihn. Bin ich schon durch. So, jetzt hat Volker hier. Er hat nicht ganz genau mittig getroffen. Deswegen bin ich so schräg rein. Und dann, weil das nicht gerade abgerissen ist. Metallbauer habe ich gelernt. Aber das ist ja schon 20 Jahre her. Und das habe ich alles selbst angeeignet. Da hatte auch einen guten Lehrchef, der Landmaschinenmechaniker Meister war und hat auch Metallbau ausgebildet. Ne? Und der hat mir viele Sachen beigebracht. Und das nachher, wenn du das einmal gemacht hast, einmal einen Fehler gemacht hast und danach, sag mal, jetzt so wie hier bei den Schrauben. Eine hast du gut ausgebohrt und die anderen beiden scheiße. Dann weißt du beim nächsten Mal, klar, ich muss das anders machen. Ne? Statt auf dem Feld sind die Angestellten meistens in der Werkstatt. Die Maishäcksler werden für ihren Einsatz im Herbst vorbereitet. Die Mähklingen müssen gewechselt werden. Tim ist eigentlich gelernter Landschaftsgärtner. Die sind verschlissen. Die Spitzen sind rund, sind stumpf, teilweise gebrochen. Wenn das nicht alles scharfkantig ist, dann schneidet er die Maispflanzen ja nicht sauber ab. Bereitet nachher nur Probleme und wenn man das dann in der Ernte macht, ist dann keine Zeit, also machen wir es davor. Auch wenn es heute bewölkt ist, die wochenlange Trockenheit stellt die Kruppers vor ein großes Problem. Brandgefahr. Da lagert sich in der Maschine überall Staub ab und der muss... Ja, der muss raus, weil es könnte von irgendwo ein kleiner Blutklumpen, also das passiert halt hinten einmal an dem Häcksler, wenn ein Stein durch die Maschine wandert und eine Klinge trifft auf den Stein, dann pustet er hinten die Blut raus. Oder oben vom Motor oder von irgendeinem Lager könnte heiß gelaufen sein und dann tropft was Heißes runter, braucht nicht unbedingt Blut sein. Und in dem Kaff, was man ja sieht jetzt hier, das irgendwann fängt es an zu knöseln. So, und dann hast du... Eine kleine Chance, wenn du eine gute Nase hast, dann riechst das. Absteigen, schnell gucken, wo das ist. Oder du hast halt Pech und du guckst aus dem Spiegel und die Karre brennt. Ist ja nun leider die letzten Tage oft genug vorgekommen mit Pressen, Mähdrescher, Häcksler oder was weiß ich, was im Moment alles brennt. Das ist im Moment hochgefährlich. Ne? Also wir warten dringend auf Regen. Egal, ob jetzt die Ernte dadurch anhält oder nicht, aber der Regen ist im Moment wichtiger als die Ernte. Es ist der erste bewölkte Tag seit Wochen und morgens hat es sogar leicht genieselt. Trotzdem, ein Kunde will sein Stroh schon heute. Er würde gerne dich, dass du vielleicht einmal eine Handprobe mal fühlst. Können wir machen. Ne? Fahren wir hin, gucken uns an, aber ich glaube das nicht. Weil mit Probieren ist auch immer so ein bisschen blöd, dann kann man lieber... Nein, das wird nicht gehen, dazu muss die Sonne scheinen. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Ich dachte, das ist so viel schöner, im Sonnenschein das Stroh zu pressen. Ja. Ich habe nur letztes Jahr schon genügend Pappe gehabt. Ja, muss ja auch nicht. Jetzt tut es ja nicht nur. Es hat ja keinen Regen an. Also wenn wir jetzt Regen an gesagt hätten und es soll jetzt eine Woche lang regnen, dann muss das Stroh gepresst werden, aber nicht jetzt, weil er morgen wieder Sonne ansah. Nee, genau. Ja. Ja. Nun haben wir ein bisschen Wind. Wir fahren dann gleich hin und gucken uns das an. Ja.
Gerade beim Strohpressen wird deutlich, wie abhängig die Landwirte und Lohnunternehmer vom Wetter sind. Nach der wochenlangen Dürre müsste das Stroh eigentlich knochentrocken sein. Aber die Sache ist komplizierter. Dann wollen wir uns das mal angucken, ob wir das Stroh pressen können oder nicht. Das ist auch noch zäh. Das lässt sich nicht abdrehen. Das ist auch noch relativ zäh. Normalerweise, wenn man dreimal das Stroh dreht, dann würde es abbrechen. Also richtig so abbrechen. So, und das ist jetzt hier nicht der Fall. Also wir gucken mal, was da drin. Da steckt recht Fressfeuchtigkeit drin. Ja, siehst du? So gehört das normalerweise. Aber du siehst hier auch die grünen Stängel. Weil das halt eben notreif geworden ist und nicht abgereift. Ja, wie soll ich das erklären? Ja, wie er hängt. Als wenn dir einer die Luft abschneidet. Und dann reifst du einfach ab, also bleibt das Wasser weg und dann bist du tot. So, und deswegen sind da noch überall so ein paar Grüne zwischen. So, wenn jetzt heute die Sonne geschienen hätte, also richtig schön jetzt mit dem Wind, dann wäre das alles gut gewesen. Okay, jetzt kommt der Wind, aber wir haben keine Sonne. Und wenn du denn da mal übers Feld gehst, diese grünen Placken, da werden bestimmt noch ein paar mehr Grüne zwischen sein. Und dann hast du in so einer Packe nachher so einen Streifen, der komplett verklebt ist, also richtig vergammelt oder verklebt ist. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das wird so wie Bauklötze, durch das Pressen, das wird ja verdichtet. Und dann, wir sagen, torchig wird das. Es wird richtig so, da ist so ein weißer Schimmel quasi drin. Und dann ist ja irgendwann die restliche Feuchtigkeit weg und dann bleibt das, wie es ist. Da kannst du ja den Kopf schmeißen und hast ein Loch im Kopf. Das wird hart wie Beton. Ja. Weil wir das ja mit einer Wahnsinnskraft verdichten. Mhm. Deswegen ist das immer schöner, wenn das ganz trocken ist. So. Ja, Jan, Jens hier. Moin. Du, ich bin hier jetzt auf der Koppel und hab mal geguckt, wie das Stroh aussieht. Also ich würde das noch einen Tag liegen lassen mit Sonne, weil da sind auch viele grüne Dinger zwischen, weißt du? Wieder Leerlauf und keine Geschäfte mit den Maschinen. Aber die Kruppers haben vorgesorgt und sind breit aufgestellt. In Wiemersdorf wird die Abwasserleitung erneuert, mit Hilfe der Muldenkipper der Kruppers. Also das machen wir für die Kommune im Endeffekt, ne? Also wir haben so 15-20% außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten und das gehört eben dazu, ne? Ja. Abwasserleitung ist irgendwo 40-50 Jahre alt, da ist ein neues Baugebiet angeschlossen worden, der Querschnitt reicht nicht mehr aus und deswegen wird die Leitung hier erneuert, ne? 4 Mulden haben wir meistens, also hier auf der Baustelle sind eine und noch 3 auf einer anderen. Das hält uns bei dem Wetter noch so ein bisschen am Leben. Ja. Da können wir jeden Monat eine Rechnung schreiben. Wüstensand. Wenn man das hier oberflächlich sieht, ist man überrascht, wie trocken das ist. Hier haben die sonst immer ein paar Pferde gehabt. Und im Modder. Also knöcheltief im Modder drin. Ne? Sonst kommst du hier mit keinem Auto hoch und runter. Das ist wirklich so. Auf dem Hof wartet schon ein neues Problem. Ausgerechnet ein Pumpwagen, der auf einer Baustelle im Einsatz ist, macht Probleme. Das heißt, wenn Fremdkörper reinkommen, dann würde quasi Die Scherschraube abreißen. Und das sehen wir, dass die noch nie abgerissen ist. Nee. Und das ist das Problem. Wir haben jetzt wieder einen Schaden an der Pumpe, ohne dass die Scherschraube abgerissen ist. Und das ist sehr ärgerlich. Weil von der technischen Seite sollte jetzt da die Scherschraube abgerissen sein und nicht der Schaden in der Pumpe sein. Weil die Scherschraube kostet 2,50 Euro und der Schaden... Wenn da ein Lager kaputt ist... Ja, wenn da die Lager drin gefressen haben, dann bremst du ja auch und reißt ihn ab. Aber da hättest du ja Späne. Nein, hast du nicht. Woher? Das ist doch wieder beides getrennt. Ach so. Oder nehmen wir das jetzt hier so aus, weil das trocken ist. Wo willst du das ausmachen? Ja, das Getriebe runter, die 8 Schrauben, das Getriebe runter und dann das nächste. Ja, gut. Mach das. Jetzt ab. Ja. Und das bedeutet wieder Kosten. Und wie teuer das wird, ist die Frage, wenn wir es auseinander haben. Dann wissen wir erst, wie teuer das wird. Der nächste Morgen. Wieder kein Einsatz auf dem Feld, aber auf dem Hof.
Das Problem war gestern, dass wir nicht wussten, was los ist. Das haben wir heute Morgen haben wir das auseinandergebaut. Und zwar, das ist ja eine Schneckenexzenterpumpe. Da drin ist die Welle drin abgedreht. Hier drin. Und das steckt da jetzt ja noch drin. Durch einen Fremdkörper, ich weiß es noch nicht. Das kann ich ja erst sehen, wenn ich das alles auseinander habe. Ne? Den kriegen wir da auch nicht, das ist von einer anderen Schnecke. Kriege ich da auch nicht raus. Also nehmen wir jetzt das ganze Getriebe neu mit diesem Antrieb hier. Weil das hier vorne auch dran kaputt ist. Vergammelt. Ja. 1500 Euro. Aber da, wir machen jetzt noch mehr neu. Einmal die Gummistatoren. Die Schnecken kommen noch neu. Die Gummistatoren kosten, glaube ich, auch eine 800 Euro oder so oder 1000 Euro. Aber jetzt machen wir alles Nägel mit Köpfen und dann kommt alles neu und dann haben wir wieder ein paar Jahre Ruhe. Ne? Ist so. Da kannst du nichts dran ändern. Jens Kropa will nach dem Mais sehen. Das einzige Erntegeschäft, das in diesem Jahr noch was werden könnte, wenn es regnet. Hier sieht man jetzt, dass der Mais mit der Fahne kommt. Und wenn er die Fahne rausgeschoben hat, setzt er einen Kolben an. Und der Höhenwachstum ist nachher beendet, wenn er die Fahne rausgeschoben hat. Das wird ungefähr hier sein. Dann setzt er einen Kolben an. Und er braucht normalerweise, bis der Kolben gefüllt ist, 250 Milliliter Wasser. Also Regen. Den braucht er. Und wenn man das hier sieht, das ist sandiger Boden. Da kommt von unten, kommt an die Feuchtigkeit nicht mehr ran und er braucht jetzt unbedingt Regen. Man sieht das auch im Bestand, wie ungleich der Bestand ist. Da, wo jetzt der Mais ein bisschen höher ist, da ist noch Wasser gewesen. So, und, aber das wird nachher ein Mais werden, der wird nicht mal mehr die Hälfte der Masse bringen, die sonst da sein wird. Ne? Normalerweise ernten wir hier 40 Tonnen Frischmasse. Wir werden wahrscheinlich bei diesen Schlägen nachher um die 20 Tonnen Frischmasse, wenn überhaupt, ernten und dann auch ohne Kolben. Das sind Einbußen für den Landwirt einmal, das energiereiche Futter für die Tiere fehlt. Und für uns wird das wieder Einbußen sein im Umsatz, weil keine Stunden zusammenkommen. Ne? Das ist das Problem. Also das ist eindeutig, sieht man hier, der Trockenheit geschuldet, die wir seit 8 Wochen haben, dass das nichts werden wird. Also das wird jetzt nichts werden. In diesem Fall ist das für einen Rinderviehhalter, da werden wir es auch ernten. Wenn es abzusehen ist, dass das wirklich zu trocken wird, werden wir es häckseln müssen. Das ist einfach so. 8 Wochen vor der normalen Erntezeit müssen nun die Maishäcksler vorbereitet werden. Aber den Langen beunruhigt ein Geräusch. Mach mal ganz aus, genau. Entweder eine Schelle ist gebrochen, da klappert irgendwas. Nicht, dass die Turbolader schon hier kaputt ist. Nee, der würde jetzt dir um die Ohren fliegen. Guck mal, hier hat Günther das mal nachgeschweißt. Aber das hält ja. Irgendwas. Entweder fliegt das dann irgendwann oben raus oder klappert weiter. Aber wir wissen zumindest, wo das Klappern herkommt. Wir hatten das aber auch schon, dass beide Turbolader auf dem Schlag kaputt gingen. Du hattest das einmal in ähnlicher Form. Angefangen mit einer kaputten Wasserpumpe, nur ein Lager kaputt. Das hat nachher einen kapitalen Motorschaden verursacht. Mit allen Aggregaten drumherum bis bei 50. Nur Geld, ja. Und ist dann ja auch nicht weg, hat nur jemand anders. Ne? Also. Zumindest kann das Stroh von Bauer Jahn heute endlich gepresst werden. Am Tag zuvor war es noch viel zu feucht. Guck mal, einmal gucken, ob die Bänder alle gut sind. Das ist alles in Ordnung. Nicht, dass da ein Knoten nicht funktioniert. Ne? Hier die Feuchtigkeit einmal messen. Mal müssen wir das jetzt. Sie sehen, sehen Sie nichts. Zeigt nichts an. Zeigt nichts an. Ja, wollen wir sehen. Normalerweise hätte er aber wahrscheinlich, wenn das so trocken ist,
Gar nichts. Ne, guck mal, da zeigt er nämlich auch nichts an. Also ist der Knochen trocken, ne? Normalerweise müsste da ja was anzeigen. Und er zeigt ja nichts an. Hier, guck mal, bei mir auch nicht. Bei dir auch nicht? Ja, guck mal. Siehst du das? Das war 0%. 0%, also ist es komplett knochentrocken. Ja, die sind alle stramm, habe ich schon geguckt. Also das Gerät funktioniert, das ist knochentrocken, können wir sagen. Also optimal. Besser geht's nicht. Das ist für den Kunden nachher wichtig, dass wir nicht zu feucht pressen. Wenn wir zu feucht pressen, dann muss der Pressdruck runter. Und jetzt können wir vollen Pressdruck fahren. Durch den Pressdruck halten die kurzen Strohfasern besser zusammen. Auf 250 könnten wir pressen, aber wenn die zwei, dreimal transportiert werden, dann würde der Ballen auseinanderfallen. Durch das kurze Stroh eben halt, je kürzer das Stroh ist, je weniger Struktur ist ja nachher in dem Ballen. Und wenn er lang ist, dann würde er, wenn er ihn zwei, dreimal anfasst mit der Strohforke, würde er im Prinzip auseinanderfallen. Und je kürzer, je kompakter ist das. Er wollte 220er Ballen haben, da habe ich gesagt, mach sie doch lieber kürzer. Ja. Er wollte 220, 210 und da habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir alles auf 210, was soll das denn? Ein halber Tag Sonne und ein bisschen Wind haben gereicht, um aus dem feuchten Stroh trockenen Zunder zu machen. Je mehr sich da natürlich ansammelt an Stroh, je höher ist die Gefahr, wenn die Lager warm werden, dass dann nachher da Glutnester entstehen durch das kurze Stroh. Und um das zu vermeiden, versuchen wir das eben halt mit dem Luftblaser sauber zu pusten. Meistens passiert das nur, wenn ein Lager kaputt ist. Das heißt, es ist nicht geschmiert, der Schmierfilm ist weg, das Lager wird dann heiß. So heiß da wirklich, dass wirklich so kleine Glutnester entstehen. Und die können natürlich bei dieser Witterung in diesem Jahr ratzfatz zu einem Flächenbrand führen. Der Lohnunternehmer wird beim Strohpressen pro Ballen bezahlt. Deswegen ist das hier für Jens ein trauriger Anblick. Ich vermute, dass hier so ungefähr 26 bis 30 Ballen runterkommen würden oder werden jetzt. Und normalerweise müssten hier so knapp 60 Ballen runterkommen. Also es ist so die Hälfte im Endeffekt von dem, was wir normal in der Strohernte haben. Wenn ich die Löhne umrechne, die Schlepperkosten umrechne und die Kosten der Presse umrechne, auf eine geringere Zahl müsste ja theoretisch die Balle deutlich teurer werden. Aber das ist natürlich eine Ausnahmejahr und man kann auch die Landwirte jetzt nicht zusätzlich mit Kosten belasten. Ne? Auf dem eigenen Feld läuft es auch nicht besser. Der Lange presst das Stroh als Rundballen. Manche fallen einfach wieder auseinander. Weiß ich nicht. Hat der E gepiept und dann. Ja, E134 ist kein Strom. Ach so. Dann hat er aber hat ja nicht gewickelt. Das nee, der macht auch nicht wickeln. Dann hat er keinen Wickel. Das ist Stecker oder was? Ja, weiß ich nicht. Und danach war das gut. In der Getreideernte haben wir das so, wir jetzt hier selber so noch gar nicht erlebt. Also, dass es so extrem ist, dass. Und über Brücken geht es nur mit einer Hausbank im Endeffekt. Ne? Da sind wir dann gebunden an denjenigen, die uns das Geld geben. Ne? Ja, lange Bank. Da, dann mach mal die. Ja, ich muss da noch einmal quer. Einmal quer und dann mach ich die. Dann macht er da. Dann. Keine Schweine mögen das.